Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Tomb Raider. Das letzte Mal haben wir mit Roth darüber debattiert, ob wir jetzt diesen Flugzeugpiloten da retten sollen oder Co-Pilot oder was das ist. Roth war ja der Meinung, wir sollen ihn opfern, aber Lara ist nicht so wohl bei dem Gedanken, den Kerl zu opfern. Und genau deshalb nehmen wir die Munition jetzt nicht mit, weil können wir nicht. Ja, genau, Lara, mach's nochmal. Genau deshalb sind wir jetzt gerade auf dem Weg zu dem und haben uns hier in dem Gebiet das letzte Mal nochmal umgeschaut, nochmal sehr genau umgeschaut und einige interessante Dinge entdeckt. Es ist ja hier doch recht unübersichtlich. Ich meine, man kann die Karte natürlich benutzen, aber das ist ehrlich gesagt, finde ich, zu umständlich. Da die Karte ja jetzt auch nicht zwingend benötigt wird, um hier irgendwie weiterzukommen. Oder, ja. Wenn ich es jetzt zum Beispiel mit Assassin's Creed vergleiche, ups, falsche Taste, wo man ja auf der Karte Nebenmissionen und sowas sehen kann. Und hier gibt es ja sowas gar nicht so richtig, Nebenmissionen. Hier gibt es zwar diese Gräber, aber ich würde die nicht als Nebenmission zählen. So. Da hinten ist der Kerl. Schauen wir nochmal. Okay, hier können wir wieder zurück. Ach so, hier sind wir. Aha. Upsa. Ich möchte hier einmal so. Danke. Oh, da liegt was. Ach, noch ein Geocache. Wahnsinn. Ich finde die immer nur, weil da steht, drücke E zum Untersuchen. Sonst würde ich die, glaube ich, gar nicht... Ach, wartet, hier waren wir auch schon. Ha! Das ist ja... Ach, guckt mal, da ist ja noch so ein Teil. Okay. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob wir hier wirklich schon waren, aber... Weil es sieht alles so ähnlich aus. Toll, das liegt jetzt ganz da unten. Super. Das hole ich mir jetzt nicht. Das ist mir jetzt doof. Obwohl, liegt das hier? Ach nee, hier sind wir ja sowieso. Ha. Tada. Wow, wir haben ganz schön viel Bergungsgut. Wir könnten eigentlich mal was upgraden. Aber wir haben gar kein Lager. Ein Signal. So. Weiter geht's. Ich habe irgendwie jedes Mal Angst, wenn sie in dieses Ding springt, dass sie es irgendwie doch nicht macht. Und dann irgendwie, keine Ahnung, einfach nur so springt, aber nicht an das Teil dran. Ich weiß nicht, ich habe da nicht so das Vertrauen dran. Aber es hat also es ist bisher noch nichts passiert. Eigentlich könnte ich dem ruhig mal ver... Oh, okay. Der sieht doch unsere Hände hier. Der hat gerade gepinkelt, okay. Na, die gehen jetzt. Wo gehen die denn hin? Das sind wieder komische weiße Zeichen an der Wand. Hä, wo sind die denn gerade hingegangen? Oh, okay. Wir schleichen uns jetzt einfach mal an denen vorbei. Weil ich weiß nicht, was da drin ist. Vielleicht möchte ich es auch nicht wissen. Ich weiß es nicht. Nee, eigentlich möchte ich es schon wissen. Gucken wir jetzt einfach da rein. Ich glaube fast, dass es hier noch weitergehen wird. Deshalb gehen wir jetzt hier nicht lang. Aber wir machen schon mal den hier an. Aber ihr seht, das Warten zahlt sich aus, damit sie Gegner direkt beseitigt. Also nicht beseitigt, aber sie sind ja weg. Und wir mussten gar nichts tun. So. Ding, ding, geheimes Grab in der Nähe. Ja, komm. Auffälliger ging es auch nicht. Ich sag ja schon, die weißen Schriftzeichen an der Wand. Das weist ja schon immer auf so ein Grab hin. Kann man jetzt einfach mal so hinnehmen. Ich denke mal zumindest, dass es auf das Grab hinweist, weil sonst... Gut, wir haben bisher erst ein Grab gemacht, aber da waren ja auch diese Schriftzeichen an der Wand. Dieses Gekritzel, Gemale, was auch immer.
Immerhin liegt hier auch Bergungsgut. Huch. Okay, da hoch. Hier ist es irgendwie ganz schön windig. Hört sich zumindest so an. Und wieder überall Kerzen, aber sie sind gar nicht an. Wow. Ich hatte gerade voll Frame-Einbrüche. Okay. Hier ist es sehr... Halle des Aufstiegs. Sehr windig ist es hier. Alter! 500.000 Kilometer Sturm. Also Kilometer schneller Sturm. Okay, cool. Wir gehen erstmal hier an den Lagerplatz. Recurve-Bogen. Okay, provisorischer Langbogen wurde zu Recurve-Bogen modifiziert, weil wir ja diese Upgrades da gefunden haben. Weiter. Ja, nice. Cool, jetzt können wir hier wieder was upgraden. Ich wäre ja für hier irgendwie was. Kletteraxten, tödlichen Hieb, weichen Sie einen Stoß, Sie haben einen Pfeil ins Knie und versetzen ihm dann den Todesstoß. Das klingt total lustig, irgendwie. Behalten wir einfach mal in Erinnerung. Nee. Ich bin irgendwie nicht so überzeugt. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Weil wir dann alle so versteckte Schatullen mit irgendwelchen Sachen oder diese Tagebücher kriegen wir angezeigt. Jetzt haben wir hier Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Geil, sage ich dazu. Und dann gucken wir mal hier. Hier können wir auch noch einiges machen. Oder eine Sache zumindest. Hier den Rückstoß verringern. Machen wir jetzt. Ach, ich habe gar nicht geguckt, was das andere war. Ich dachte irgendwie, das hier baut auf dem ab. Erhöhen das Nachladen. Na gut, das ist sowieso besser. Jetzt erstmal. Gut, mehr können wir nicht machen. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Bergungsgut, aber einiges gab... Alter, was geht denn hier für ein Wind? Das gehörte früher zu Yamatai. Krass. Wenn man sich vorstellt, dass es irgendwie mitten im Berg ist und man durch so eine Höhle geht und dann auf einmal ist es hier so krass windig. Ja, nice. An das Rätsel erinnere ich mich. Das war total kacke, bis ich das hingekriegt habe. Aber wir versuchen es einfach mal. Was muss ich denn hier machen? Moment, Moment, Moment. Ach, warte. Hier muss ich ja... Ach, das Ding hängt wieder unten. Okay, ja, Moment, Moment, Moment. Ich weiß es wieder. So ungefähr zumindest. So, hier machen wir jetzt erstmal das Ding zu. Vielleicht müssen wir es auch in der andersherum machen. Weil die Fenster, die platzen gleich wieder auf. Okay, ich kann es gerade nicht zumachen irgendwie. Verwirrung. Was ist gerade passiert? Hm. So, machen wir das zu. Oh Mann, irgendwie weiß ich gerade nicht so recht, was ich tun muss. Also in welcher Reihenfolge ich denn das machen muss. Ach, guckt mal, das geht immer eins nach dem anderen auf. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Dann muss ich wahrscheinlich doch erst das hier... Okay, ja gut, ich muss erst das hier zumachen. Weil da haben wir auf jeden Fall mehr Zeit. So, ganz schnell. Lara, beeil dich. Okay, super. Jetzt stehen wir drauf. Und gleich trägt es uns nach da, wenn das Ding aufgeht. Oh, wir waren doch zu schnell irgendwie. Also müssen wir doch ein ganz bisschen mehr Zeit lassen, okay. Sie sagte ja gerade, das Timing muss stimmen. Ich habe das Gefühl, hier ist es gerade mega laut.
Ja. Ah, das war schon wieder knapp. Okay, ja, weil der Wind muss uns da hochpusten. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr Zeit lassen. So. Es ist nicht so leicht mit diesen Rätseln. Wir warten mal kurz noch. 5 Sekunden. Okay, jetzt. Schnell jetzt aber, Lara. Auf geht's jetzt. Nein, ich bin zu früh gesprungen. Es gibt's doch nicht. Aber es war vom Prinzip her richtig. Oh Mann. Jetzt bin ich zu früh gesprungen, weil ich mich so gefreut habe, dass es geklappt hat. Toll. Ich bin so dappes. Aber jetzt sollten wir das hinkriegen. Gut, wenn das erste Dingsbums aufgebrochen ist, dann... So. Auf geht's! So, geschafft. Juhu. Sehr gut. Ja, da muss man sich erstmal reinfinden. Ich meine, muss man erstmal schauen, wie die Rätsel funktionieren und wie das jetzt mit dem Timing genau ist. Das kann man sich ja schlecht merken. Voll cool. Was haben wir denn hier? Ist hier noch was? Ach nee, die Tür ist zu. Aber schön ist es wirklich. Und hier haben wir den Schatz. Yay, vielleicht das letzte Gewehrteil, das wäre cool. Findet sie mal eben so ein paar Schätze. Nimm halt mal mit. Irgendwas hat sie mitgenommen. Grab durchsucht. Halle des Aufstiegs gemeistert. Yeah. Und für die Handfeuerwaffe haben wir einen Teil gefunden. Okay, ja gut. Das habe ich jetzt nicht unbedingt gesucht. Okay, wir haben eine Geocache-Karte bekommen. Oh, vielleicht hätte ich nicht einfach runterspringen sollen. Aber egal, uns ist ja nichts passiert. So, gehen wir hier schnell durch, bevor wir weggepustet werden. Das wäre ja ein bisschen doof. Irgendwas war Waffenmodifizierung verfügbar, ne? Hier können wir jetzt das machen. Oder, huch, hier war noch was. So, ah, diesen blöden Feuermodus da. Den möchte ich gar nicht haben. Den brauche ich gar nicht. Ja, geil. Jetzt haben wir schon mal unsere Waffen so weit wir können und so weit wir auch wollen schon mal abgegradet. Das ist natürlich super. Und wir haben es immer noch nicht zu dem komischen Piloten geschafft. Der ist doch bestimmt jetzt weg. Kann sehr gut sein zumindest. Hallöchen. Also ich muss sagen, ich finde die Grafik ziemlich geil. Es gibt ja jetzt diese neue Definitive Edition. Ich war heute im Saturn und habe die im Regal stehen sehen für die PS4. Habe mir das mal angesehen, aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wo der Unterschied zum normalen Tomb Raider ist. Außer dass jetzt irgendwie die Grafik noch ein Ticken geiler sein soll oder so. Falls jemand von euch da was drüber weiß, könnt ihr mir ja mal sagen, was damit auf sich hat und so. Was? Ach so, ich will doch rennen. Ich will doch die Fackel gar nicht ausmachen. Doofi. So. Ja, wir müssen jetzt dahin. Ach, kommt, Leute, wir gucken. Nee. Wir müssen hier hin, also gehen wir auch dahin. Und bevor ich da drüben... Nein, ich glaube, da sind keine Gegner. Hier ist wieder so ein Riesengebiet. Aber bevor wir da... Ach, wir gehen noch rüber. Rübergehen können wir noch eben machen. Und dann können wir schauen, was ist denn hier? Hä? Ach, wieder ein Geocache. Was ist das da? Kann ich damit was tun? Holla. Hier ist aber... Wow, okay. Kann ich dann hier rein machen? Schade. Dann gehen wir wohl hier hin. Oh Gott. Okay, es klappt. Hey. Und schauen uns hier erstmal gerade noch ein bisschen um. Dann überziehen wir gerade ganz bisschen. Und können aber dafür... Hey, jetzt habe ich voll die Orientierung verloren.
Nee, hier wollte ich... Ich wollte ja da noch eins höher. Komme ich denn jetzt da hoch? Ach so, da ist das, wo ich hin müsste eigentlich. Kann ich hier irgendwie eine Wand hochklettern oder so? Das wäre ja schon cool. Ich möchte ja noch gar nicht darüber. Das ist ja blöd. Ich möchte ja noch da hin und dann irgendwie so. Und nee, da möchte ich nicht, aber ich möchte zumindest... Ich möchte hier rüber. Mann. Wie komme ich denn da hin? Verrat mir das mal. Vielleicht von da drüben. Da ist auch so ein komisches Nest. Das wollte ich mir nämlich mal anschauen, was das ist. Dass man dann immer diese blöde Fackel mit sich rumschleppt. Bis Lara die mal wieder abgibt. Oder... Okay, ja, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall erstmal noch ein Buch. So. Botschafter, finstere Neuigkeiten. Der Botschafter entdeckte ein schreckliches Geheimnis und floh aus Yamatai. Was hat er gefunden und was ist aus ihm geworden? Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt, aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Okay, ja, von diesen Botschaften haben wir ja auch schon mehr gelesen. Was sind denn jetzt diese komischen Eier? Wo sind die denn hier? Oh Mann, ich bin voll orientierungslos gerade so ein bisschen. Hier, ne? Ja, genau da. Irgendwas kann ich damit tun. Ja, ich bin eine Eierwilderin. Cool. Super. Eins von fünf Eiern gestohlen. Alles klar. Yo, jetzt wissen wir, was... Huch, was war das Komisches? Jetzt wissen wir, was Lara den ganzen Tag tut. Eierwildern. Okay, wir klettern hier gerade nochmal hoch, dann haben wir einen besseren Ausblick. Wir müssen ja jetzt nach da weiter, aber hier bietet sich sowas ganz Tolles an. Und zwar nach da zu gehen. Ne, ist zu weit. Och Mann. Aber da können wir hin. Ha! Ne, da wollen wir aber gar nicht hin, da waren wir ja schon. Mensch, dann wollen wir da hin. So. Jetzt aber. Da wollen wir hoch. Ich überziehe den Part jetzt einfach. Eigentlich wollte ich schon vor 4 Minuten Pause, also den Part unterbrechen. Aber jetzt überziehen wir einfach mal ein bisschen. Und wie komme ich denn? Hier möchte ich ja hin. Gucken wir uns hier noch in Ruhe zu Ende um, bevor wir dann den Piloten da retten. Okay. Ach, da geht's. Ah, okay. Da geht's dann wieder dahin, wo diese zwei Typen verschwunden sind. Hier haben wir noch ein Artefakt. Oh, noch einen Fähigkeitspunkt bekommen. Cool. Amerikanische Soldaten würden so etwas nie zurücklassen. Ich glaube, keiner von ihnen ist lebend von hier weggekommen. Das sind aber ganz schön viele. Hier steht USMC, also wahrscheinlich US Marine Corps oder so. Erkennungsmarke, aber das sieht mir mehr aus, als wären das hier ganz schön viele Erkennungsmarken. Okay. Interessant. Jetzt können wir hier über den Baumstumpf rennen. Das Lustige ist, eigentlich soll man ja balancieren, aber ich habe gerade nur gerade ausgedrückt. Mehr habe ich nicht getan. Aber ich gebe es zu. Was ist denn da drüben? Kann ich da irgendwie hin? Möchte ich da überhaupt? Ach, guck mal. Hier ist eine Wand, die wir erklimmen können. Und dann sind wir hier und können noch so ein Ding anzünden. Ey, wo sind die denn alle? Ist ja Wahnsinn. Ah ja, von hier können wir dann da... Nein. Können wir dann darüber... Ich weiß nicht, ob euch das gerade aufgefallen ist bei dem... Hier. Es sieht auch schon ein bisschen anders aus. Unser MG. Als ganz zu Anfang.
Hier liegt nämlich noch ein Buch. Das gucken wir uns jetzt noch an. Hoshi. Hoshi, okay. Oder Hoshi. Dem Ruf folgen. Ein Ausschnitt aus dem alten Tagebuch von Hoshi, einer jüngeren Priesterin der Sonne. Interessant. Sie hatte Angst vor ihrer eigenen Königin. Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt die Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Okay, seltsam irgendwie. Aber naja, habe ich jetzt die Eier? Ja, die habe ich, glaube ich, geplündert. Jetzt können wir wieder dahin und von da können wir ja weiter. Das ist ja super. Dann gehen wir jetzt darüber. Zack. Und da hoch. Und dann im nächsten Part retten wir endlich den abgestürzten Kerl, der da drüben rumgammelt. Also, bis dann, ihr Lieben.